Demokratie ist auf jeden Fall in aller Munde. Und wenn man es ganz formal betrachtet, ist Demokratie ein Substantiv. Denn man kann einen Artikel davor stellen. Demokratie ist ein Plastikwort. Diesen Begriff Plastikwort hat Uwe Pürksen, ein Medienwissenschaftler und Kommunikationswissenschaftler, geprägt. Und er bezeichnet Wörter als Plastikwörter, die zwar überall draufpassen, aber keinen Aussagegehalt mehr haben. Also man könnte einen x-beliebigen Text mit dem Wort Demokratie, Fortschritt, Technik, Entwicklung versehen. Das würde immer stimmen und niemand würde widersprechen. Er hat das auch mal vorgeführt an verschiedenen sozusagen Bereichen, wo er die gleichen Wörter verwandt hat und nur andere Sachen ausgetauscht hat. Die Texte stimmten immer, aber der Aussagegehalt, was erzählt mir jetzt gerade jemand, war für mich nicht mehr erkennbar. In diesem Sinne ist Demokratie ein Plastikwort, denn wir alle sind Demokratinnen und Demokraten. Wer ist denn gegen die Demokratie? Gut, mir fallen ein paar ein, aber die meisten würden selbst das noch demokratisch labeln. Demokratie, könnte man anders sagen, ist ein Allgemeinbegriff. Allgemeinbegriffe zeichnet aus, dass auch sie einen sehr schwachen Aussagegehalt haben. Nehmen wir einmal das Wort Lebewesen. X ist ein Lebewesen. Was weiß ich von X? Ich weiß von X, dass es stoffwechselt. Denn das ist das, was Lebewesen auszeichnet. Ansonsten kann X eine Amöbe sein, ein Gänseblümchen, ein Pilz, ein Reh, ein Mensch. Die alle zeichnet aus, dass sie stoffwechseln. Aber nun ist die Aussage über das, was einen Menschen ausmacht, wahrscheinlich noch eine andere als das, was ein Gänseblümchen ausmacht. Und bei aller Sympathie für Gänseblümchen, ich würde trotzdem einen Unterschied sehen zwischen der Beschreibung dessen, was ein Gänseblümchen betrifft und was einen Menschen betrifft. In diesem Sinne ist Demokratie ein Allgemeinbegriff. Und wenn wir wissen wollen, was Demokratie ist, dann müssen wir spezifizieren. Wir müssen diesem Begriff Adjektive anfügen. So gibt es zum Beispiel direkte Demokratie. Direkte Demokratie, wir machen eine Abstimmung und 51% sind für etwas, 49 sind dagegen. Also ist die Entscheidung gefallen, das, was die 51% wollen, das wird gemacht. Auf die Art und Weise wurde in England der Brexit beschlossen oder in Großbritannien. Allerdings haben nicht 51% mitgemacht. Nur von denen, die mitgemacht haben, waren es 51%. Und in ähnlicher Art und Weise ist in der Türkei die Vorrangstellung des Präsidenten festgelegt worden. Und in ähnlicher Art und Weise ist, schon etwas zeitiger in der Weltgeschichte, Sokrates zum Tode verurteilt worden. Im Scherbengericht hat sich eine Mehrheit gefunden, die sagt, der Mann stirbt. Direkte Demokratie. Dann gibt es hochartifiziell die repräsentative Demokratie, in der wir zum Beispiel leben. Wir wählen uns unsere Repräsentantinnen, die dann mit unserer Stimme versehen, denn zum Wahltag geben wir ja unsere Stimme ab, für uns die Regierungsgeschäfte oder das parlamentarische Geschehen übernehmen. Nicht ganz frei, das ist nicht ganz unwichtig, denn die Parlamentarierinnen dürfen nicht machen, was sie wollen, sondern wir sind auch eine nomokratische Demokratie. Bei uns herrschen die Gesetze. Das halte ich nicht für nur so dahingesagt, das ist sehr, sehr wesentlich. Denn der Volkswille, der sich manchmal auf der Straße zeigt, manchmal auch woanders, der wird nicht einfach umgesetzt, sondern der wird begrenzt durch die Gesetze, die wir uns gegeben haben. Zum Beispiel im Grundgesetz. Auch das halte ich für etwas sehr, sehr Wesentliches und Wichtiges. Wenn das ganze Volk schreit, die müssen weg, die Ausländer, dann ist das keine Motivation zu einer bestimmten Politik, sondern das ist eher eine pädagogische Aufgabe für die, die die Verantwortung tragen. Denn die Würde aller Menschen ist unantastbar. Nicht die Würde der Deutschen. So steht es im Grundgesetz. Und das Besondere an diesem Artikel ist, es ist ein Artikel mit Ewigkeitsvermerk. Das heißt, wenn dieser Artikel abgeschafft würde, würde es die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr geben. Aus diesem Grund habe ich einen Artikel, den ich auf die Homepage der Akademie gestellt habe, mit dem Titel versehen, wir müssen uns vor der Demokratie schützen. Und zwar vor der Demokratie, die sich findet und schreit, wir wollen das so, ihr müsst das so machen.
Wir müssen den Rechtsstaat schützen, der genau den rechtlichen Rahmen steckt, in dem das, was wir machen, geschehen darf, ob mit oder ohne Volkeswille. Und wenn wir uns davon verabschieden, dann verabschieden wir uns in der Tat von der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn die Demokratie, also der Wille des Volkes, zu 90% beispielsweise dafür stimmen würde, dass wir das machen wollen, ja, dann wäre das eben demokratisch. Denn Volk hat gesprochen. Das führt mich zur begrifflichen Klärung. Denn der Begriff Demokratie ist alles andere als selbstverständlich und einfach. Demokratie ist zusammengesetzt aus zwei griechischen Wörtern, Demos und Kratein. Demos ist das Volk, Kratein herrschen. Nun ist die sehr spannende Frage bei dem ersten Begriff, Demos, wer gehört denn eigentlich dazu, zum Volk? In Griechenland war das relativ einfach. Da gehörten eine Reihe von Männern dazu. Frauen nicht, Kinder nicht, Sklaven nicht, denn die hatten keine Rechte. Das Recht des Mannes, der zum Demos gezählt wurde, war das Recht der freien Rede. Wir kennen das bis heute, dass ja immer wieder mal beklagt wird, man dürfe ja heute gar nichts mehr sagen, was schon dadurch ad absurdum geführt wird, weil es ja gesagt wird. Aber das zeichnet sozusagen in Athen den freien Mann, den Demokraten aus, dass er reden darf. In der Öffentlichkeit, wohlgemerkt. Zu Hause ist noch eine andere Frage. Aber das galt eben nur für eine sehr, sehr umgrenzte Anzahl von Menschen. Dann hatten wir lange Zeit keine Demokratie und Demokratie galt lange Zeit als Schimpfwort oder Demokrat. Irgendwann wurde die Demokratie, wir werden das nachher ausführlich hören, zu einer beherrschenden Bewegung, was dazu führte, dass ein Mann in einem Brief schrieb, das Wort Demokrat hat gar keinen Sinn mehr, heute sind alle Demokraten. Das hat er ungefähr 1800 noch was geschrieben. Ein Franzose in einem Brief. Kann ich Ihnen nachher zeigen. Und dann war die spannende Frage, wer darf denn nun aber eigentlich in dieser Demokratie Teil des Volkes sein, versehen mit all den Rechten? Auch da hatten wir wieder die Männer. Das Männerwahlrecht war lange Zeit normativ. Erst im 20. Jahrhundert wurde in Deutschland, nach dem Ersten Weltkrieg das Frauenwahlrecht erstritten. Der letzte Staat, in dem das Frauenwahlrecht eingeführt worden ist, in Europa war Liechtenstein. Ich glaube, das war 1990ern oder so. Und das Spannende ist, bei der Einführung des Frauenwahlrechts durften ja nur die abstimmen, die das Wahlrecht hatten, nämlich die Männer. Das heißt, Männer haben dann Frauen erlaubt, dass sie auch ein Wahlrecht haben. Und das hing damit zusammen, dass der Demos, das Volk, definiert war im Blick auf die, die eben diese Rechte hatten. Wer gehört eigentlich heute bei uns zum Demos? Und wer soll dazu gehören? Brauchen wir wieder eine Ahnentafel, wie eine Partei, die als gesichert rechtsextrem in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen gilt, es fordert, die AfD? Brauchen wir wieder einen Nachweis, dass wir über Blut und Boden hiermit verbunden sind mit diesem Ort? Wenn wir den übrigens genetisch führen sollten, würden wahrscheinlich die meisten von uns auch kein Wahlrecht mehr haben. Oder dürfen die, die hier das Staatsbürgerinnenrecht haben, als Teil des Demos wählen? Oder dürfen die wählen, die hier geboren worden sind, von denen nicht alle das Staatsbürgerinnenrecht haben? Dürfen die wählen, die hier Steuern zahlen? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil das in rechtskonservativen Kreisen gerade wieder ventiliert wird. Steuerzahlende Menschen sollen das Wahlrecht haben. In Deutschland gibt es sehr viele Menschen, die Steuern zahlen, aber kein Wahlrecht haben, weil sie kein Staatsbürgerinnenrecht haben, weil sie keinen deutschen Pass haben. Oder sollten alle eine Stimme haben? Eine sehr spannende Idee im Blick auf Familien. Wenn man sich nämlich mal anschaut, wie sich die Wählerkohorten aufteilen, hat das größte Gewicht die Gruppe ab 50 bis X. Eigentlich sogar noch später, aber ich zähle uns mal mit dazu. Diejenigen, die von unseren Entscheidungen am intensivsten betroffen sein werden,
unsere Kinder und Enkel, die haben kein Stimmrecht. Die können im demokratischen Prozess nicht mitstimmen, obwohl sie von den Folgen unserer Politik nachhaltig beeinflusst sein werden. Wer ist der Demos? Wer ist das Volk? Wer gehört dazu? Das ist alles andere als belanglos, wenn wir davon reden, dass wir die Demokratie schützen wollen. Weil da geht es um die Möglichkeit, die Interessen in den gemeinsamen Diskurs einzubringen, und zwar auf einer Ebene, wo das dann auch Folgen hat. Natürlich kann ich mit meinen Kindern am Küchentisch diskutieren, aber sie können ihre Ansprüche an eine Gesetzgebung nur sehr, sehr schwer in Gesetzgebungsprozesse einbringen. Umso beachtlicher ist es, dass das Bundesverfassungsgericht festgelegt hat, dass die Interessen der Nachgeborenen zu berücksichtigen seien in gegenwärtiger Gesetzgebung. Deshalb gibt es ja gerade jetzt diese große Klage gegen die Klimapolitik der Bundesregierung. Und das zweite Wort, Kratein, herrschen. Herrschaft ist ein Konzept, wonach eine wie auch immer benannte Gruppe das Recht und die Möglichkeit hat, zu bestimmen, was andere machen sollen. In der klassischen Vorstellung, die Aristoteles formuliert, gibt es verschiedene Formen der Herrschaft. Es gibt die guten Herrschaftsformen und es gibt die schlechten Herrschaftsformen. Die guten Herrschaftsformen sind die Monarchie, die Aristokratie. Das letzte behalte ich mal noch für mich, weil es spannend ist. Und die schlechten, der Monarchie steht die Tyrannei entgegen, der Aristokratie, die Oligarchie und die Demokratie, von der Churchill, aber das ist ein Wanderlockdown, das wird von verschiedenen berichtet, von der Churchill sagte, sie sei die beste aller schlechten Regierungsformen. Dort kommt das her, weil das bei Aristoteles auf der Seite der Schlechten steht. Dort ist es die beste. Es wird dann dazugefügt, es ist die einzig mögliche. Ihr steht die sogenannte Politie gegenüber. Und wenn ich die Politie jetzt mal beschreiben sollte, stellen Sie sich vor, wir würden ein Parlament haben mit Menschen zusammengesetzt aus allen Gruppen der Bevölkerung. Menschen in Sozialhilfe oder Bürgergeld empfangen. Menschen, die jetzt vor allem das Parlament bilden, also Menschen wie ich, Bildungsabschluss, Hochschule, gesicherte Einkommensverhältnisse, Beamte, Rechtsanwälte. Wenn wir unsere Parlamente anschauen, das ist die Gruppe, die überrepräsentiert ist. Und die Superreichen, die sich heute um Gesetzgebung eigentlich gar nicht so sehr zu kümmern brauchen, weil sie mit Nationalstaaten sowieso nicht so viel anfangen können. Und die alle wären in einem Parlament und müssten sich verständigen. Das wäre die Idee der Politik. Die werden natürlich nicht gewählt, weil die Superarmen würden niemand finden, der sie wählt. Die entsenden Vertreterinnen und Vertreter in dieses Parlament. Und jetzt überlegen Sie sich mal, wie unsere Gesetzgebung aussehen würde, wenn wir statt unserer im Moment bestehenden gewählten Parlamente, in der ein bestimmtes Milieu vorherrschend ist, von so einem Parlament begleitet würde. Es gibt diese Idee der Losverfahren in den sogenannten Bürgerinnenreden. Dazu gibt es ja unterschiedliche Erfahrungen. Die besten Erfahrungen wurden in Irland damit gemacht, sehr beeindruckend. Und in Deutschland gibt es auch Bürgerinnenrede. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Es gab einen zum Essen, einen Klimabürgerrat. Die Ergebnisse dieses Bürgerrats, die kommen manchmal unter Verschiedenes in der Zeitung vor. Sie spielen keine sehr, sehr große Rolle. Schade. Ich glaube, das ist ein gutes Instrument, begleitend. Aber sie sind in unserer Demokratie nicht vorgesehen. Sehr spannend ist in dem Zusammenhang, dass ein Politiker von der CDU, Philipp Amthor, den Sie vielleicht kennen, mal gesagt hat, er hält gar nichts von diesen Räten, denn wir sind ja schließlich eine repräsentative Demokratie. Und er hat sie also zurückgewiesen. Herrschaft heißt immer, dass die einen bestimmen, was die anderen machen sollen. Und das löst Unzufriedenheit aus. Wir haben das in der Corona-Zeit erlebt, wo Menschen sich in ihren Freiheitsrechten eingeschränkt gefühlt haben, weil Entscheidungen getroffen worden sind, die sie so nicht nachvollziehen konnten. Ich habe diese Entscheidungen der Politik also für mich als vollkommen selbstverständlich betrachtet, weil ich ihnen zustimmen konnte unter Abwägung all dessen, was ich als Evidenz anerkenne. Deshalb war das für mich nichts, wo ich sozusagen beherrscht worden
hin. Aber wir merken jetzt an der Frage nach der Aufarbeitung dessen, was da passiert ist, dass es da doch so eine gewisse Scheu gibt, das nochmal aufzurühren. Vielleicht fehlt das gewisse Vertrauen, dass wir uns als Volk, wenn wir uns denn wirklich ehrlich verständigen würden, wir auch zu einem tragbaren, friedensfähigen Austausch kämen. Es gibt Zeiten, wo man bestimmte Dinge durchsetzen muss. Pandemien, Krisen sind immer solche Zeiten. Aber auch da muss man sehen, wie man damit umgeht. Das Gefühl, beherrscht zu werden, das stößt auf Widerstand. Ich finde es sehr interessant, dass gerade im Osten, wo viele sich gegen die Herrschaft der Regierung aufregen, auf der anderen Seite eine sehr herrschaftsorientierte, obrigkeitsorientierte Wahl gefällt wird. Einer Partei, die sehr strikt autoritär regieren will. Es scheint da Ambivalenzen zu geben. Also wir haben zwei Begriffe, Demos, das Volk, Herrschaft, die beide nicht so ganz einfach sind, die zusammenkommen. Wir hatten in der vorletzten Woche hier einen Abend zum Thema Anarchie. Ein sehr belasteter Begriff, so wie Demokratie auch vor einiger Zeit noch. Und der Referent hat diesen Begriff ein wenig vorgestellt. Demnächst wird das auch zu hören sein auf der Homepage. Er hat bei Kant etwas sehr Schönes deutlich oder an Kant etwas sehr schön deutlich gemacht. Er hat die Verhältnisse von Gewalt, Recht und Freiheit, also Gewalt, Gesetz und Freiheit, in ein Verhältnis gesetzt. Und er sagt, also Kant sagt, Anarchie ist Freiheit und Gesetz ohne Gewalt. Und Republik oder wir würden heute sagen, Demokratie ist Gewalt mit Freiheit und Gesetz. Nur als Verhältnisbestimmung zwischen diesen beiden Gedankenwelten. Anarchie hat nichts mit dem zu tun, was wir meistens denken, wenn wir von Anarchie hören. Das ist, hat nichts mit Chaos und mit Gewalt zu tun, sondern nach Kant, und das ist der erste sehr, sehr positive Beitrag, den ich zu dem Begriff Anarchie kenne. Anarchie ist Freiheit und Gesetz ohne Gewalt. Während Republik bzw. Demokratie ist Gewalt mit Freiheit und Gesetz. Also, wie befinden wir uns in diesem Gefüge von Herrschaft und Volk? Was meint Demokratie? Wenn wir die Demokratie schützen wollen, welche Demokratie wollen wir schützen? Wie gesagt, Demokratie ist ein Plastikwort oder ein Allgemeinbegriff. Wir müssen erklären, was genau wir meinen, was wir schützen wollen. Welche Werte, welche Rechte, welche Minderheitenrechte uns so wichtig sind, dass wir sagen, sie werden in der Demokratie am besten verwirklicht. Vor dieser Aufgabe stehen wir, wenn wir heute in dieser Zeit, wo die Demokratie ja wieder gefährdet ist durch autoritäre Strömungen, durch eine Partei, die rechtsextrem ist, eine faschistische Partei mit Faschisten in Verantwortung, die aber Zustimmungszahlen hat, die erstaunlich hoch sind. Da werden wir uns fragen müssen, was genau wollen wir schützen? Was ist uns wichtig an der Demokratie? Und deshalb brauchen wir eine Näherbestimmung des Begriffs, der so leer bleibt, der aber, wenn er gefüllt wird, uns klar macht, was eigentlich das Wesen dessen ist, was wir für uns als Herrschafts-, Regierungs- und Lebensform wählen wollen. Zu dieser Begriffsklärung soll dieser Tagung helfen und zu dieser Auseinandersetzung. Dazu werden wir uns einmal die Geschichte der modernen Demokratie anschauen. Dazu wird André Kahl gleich etwas sagen. Wir werden heute Abend leider nur per Videozuschaltung von Stefan Lessenich einen Vortrag hören über die Grenzen und die Aporien der Demokratie. Er hat dazu ein Buch geschrieben, was ich Ihnen nachhaltig empfehle. Ich habe das Buch auch mit. Ich werde dann auch noch einige Literaturtipps geben. Ja, genau. Das ist dieses deine Reklamheftchen. Man kann das gut lesen. Das ist ein Soziologe und man kann es trotzdem lesen. Das ist schon an sich bemerkenswert. Also das ist wirklich sehr lohnend, wo er deutlich macht, was die Grenzen und Aporien der Demokratie sind, in der wir leben. Nicht der Demokratie an sich, sondern unserer Demokratie, mit der wir hier sozusagen in Europa wie selbstverständlich unser Zusammenleben gestalten. Und mit diesem Vortrag werden wir dann erstmal in die Nachtruhe gehen. Wir werden dann morgen uns das Verhältnis der Demokratie zur Bürokratie anschauen.
Das finde ich dahingehend spannend. Es gibt ein Buch von Anne Semsrott, Macht, Missbrauch heißt es, glaube ich, oder Machtergreifung, in dem er sagt, um die Demokratie zu schützen, müssten wir den Rechtsstaat stärken und wir müssten die Bürokratie resilient machen. Das heißt, einerseits sind Beamte ja nicht verpflichtet, verfassungsfeindliche Sachen zu machen, aber wenn jetzt eine totalitäre Regierung an die Macht käme, dann könnten Beamte ja auch entscheiden, was wann gemacht wird und welche Zuständigkeiten geprüft werden und so weiter. Und das wird dann eine ganz lange dauern. Ich fand das sehr ironisch, dass wir im Kafka-Jahr, der ja sozusagen unter der Bürokratie gelitten hat und der Verwaltung, diesen Vorschlag bekommen. Wir werden uns aber dieses Verhältnis anschauen, weil das nicht ganz uninteressant ist, denn die Ebene der Zustimmung zu einer bestimmten Politik und die Ebene der Verwaltung ist nicht ganz unbedeutend für das Gelingen oder Nichtgelingen demokratischer Prozesse. Und wir werden uns dann, was vielleicht ein wenig verblüffend ist, anschauen, wie das Verhältnis der Demokratie zu Wahlen ist. Wahlen scheinen uns das Grundprinzip der Demokratie zu sein. Es gibt viele Politikwissenschaftlerinnen, die das eher skeptisch betrachten. Wie sich das da verhält und warum und was die Alternativen sind, das wird Teil des Themas sein. Ja, und dann werden wir uns nochmal in diesen Gruppen zusammenfinden, um gemeinsam zu überlegen, was für uns wichtig wäre für eine gelingende Demokratie, in der wir glauben, dass wir unsere gemeinsamen, aber unterschiedlichen Vorstellungen so einbringen können, dass wir angemessen und gut miteinander leben können. Denn das scheint mir ja die Grundidee der Demokratie zu sein, ein Verfahren zu finden, in der die Verschiedenheiten nicht so weit auseinanderdriften, dass wir uns bekriegen, aber auch nicht so weit eingeebnet werden, dass wir uns alle gar nicht mehr unterscheiden. Und wenn uns das gelingt, in einem guten Miteinander, dann ist, glaube ich, auch die Demokratie stabil und nicht gefährdet. Vielen Dank, soweit als erster Gedanke und Impuls. Ich habe schon gewisse Erregungen auch gemerkt. Wir können das nachher gerne auch noch diskutieren in einer späteren Runde. Aber damit würde ich erstmal diese ersten Überlegungen beenden. Ja, nun freue ich mich sehr, André Kahl vorstellen zu dürfen. Dr. André Kahl, wir kennen uns seit meiner Zeit in der evangelischen Studierendengemeinde, wo wir ihn eingeladen hatten zu dem Vortrag zum Thema Konservatismus. In Erinnerung an diesen Vortrag in der evangelischen Studierendengemeinde hatte ich ihn eingeladen, zur Geschichte der Begriffe, den Begriff Konservatismus dann nochmal hier vorzutragen. Den Vortrag finden Sie auch auf der Homepage. Und wenn ich ihn wieder eingeladen habe, heißt das erstens, dass ich das sehr geschätzt habe. Wenn er wieder gekommen ist, scheint das so zu sein, dass er sich auch hier wohlgefühlt hat. Deshalb freue ich mich sehr, dass Sie heute hier sind. André Kahl hat in Halle studiert, dort seinen Master gemacht zu dem Thema Ambivalenzen im Werk von Edmund Burke. Das war auch das Thema, mit dem wir sozusagen über Konservatismus eingestiegen sind. Er arbeitet dann seit 2015 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für politische Theorie und Ideengeschichte, hat dann promoviert ebenfalls wieder zu Burke und zwar zu dem Stellenwert der Vorsehung für das politische Urteil im Denken von Burke. Und jetzt ist er als Postdoc beschäftigt und geht den Fragen nach, welche Rechte die Natur haben sollte und müsste. Das ist ja ein ganz neues Phänomen in der Auseinandersetzung, dass wir auf einmal merken, dass auch Natur Rechte haben sollte. Das wird uns nachher bei Stefan Nessen nicht auch nochmal beschäftigen. Aber heute wird er hier sprechen zur Geschichte der modernen Demokratie. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, danke für die nette Einführung. Dass man den Beamer zum Laufen bekommt. Bin ich zu hören? Auch ganz hinten? Okay. Ja, ich freue mich sehr, hier heute vorstellen zu können. Ich freue mich auch, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich muss nur mal kurz meine Stoppuhr anmachen, damit ich irgendwie die Zeit im Blick habe, denn das Thema ist extrem groß, ja, wie Sie schon sehen. Und ich musste tatsächlich auch schauen,
wie ich das Thema angemessen eingrenze. Also Sie werden, wenn Sie jetzt irgendwelche Affinitäten historischer Art haben, feststellen, höchstwahrscheinlich, dass Sie dann hier nicht drankommen, weil ich ja eine Vorauswahl getroffen habe. Sie sehen die Gliederung. Ich möchte vielleicht noch eine kurze Vorbemerkung machen. Ich finde, der Titel des Vortrags ist erstmal ein bisschen irritierend. Ja? Also die Geschichte der Demokratie in Europa, die Geschichte der Demokratie in Europa, das suggeriert gewissermaßen, dass es so eine Geschichte gibt und dieser Demokratiebegriff, der wurde wie so ein Staffelstab durch die Geschichte aus der Antike bis heute quasi durchgereicht. Ja? Ich würde eher dazu raten, zu sagen, okay, es gibt ganz viele Geschichten, es gibt eine Pluralität von Geschichten der Demokratie, nämlich je nachdem, in welches Land man schaut und je nachdem, welche Autorin oder Autor man sich anschaut. Also das als eine kleine Bemerkung im Vorfeld. Sie werden sehen, das, was ich hier vortrage, ist relativ episodenhaft. Ja, wir bewegen uns kurz in der griechischen Antike und dann überspringe ich im Prinzip das gesamte Mittelalter und bin dann in der frühen Neuzeit. Ja, wir landen im 18. Jahrhundert, im vordergründlichen 19. Jahrhundert. Und ganz am Ende, Punkt 5 ist das, habe ich mir die Frage gestellt, ja, Geschichte der Demokratie, was würde eigentlich jemand in 100 Jahren sagen über die heutige Demokratie? Und da ist sicherlich ein Aspekt, der relativ neu ist, das Aufkommen der Digitalisierung. Und das möchte ich so ein bisschen mit dem Sozialphilosophen Jürgen Habermas thematisieren. Okay, dann starten wir gleich mal mit Griechenland. Ja, also jede Geschichte der Demokratie muss irgendwie hier anfangen und damit meine ich jetzt so 500 ungefähr, Pi mal Daumen, vor Christus. Und dann ist auch die Frage, ja, was nimmt man jetzt als konkreten Ausgangspunkt? Und ich beziehe mich jetzt mal auf Christian Meyer mit seinem tollen Buch, ist sehr empfehlenswert, die Erfindung des Politischen bei den Griechen. Und hier wird herausgestellt, also ein ganz wesentlicher Moment war die Entmachtung des sogenannten Areopax im Jahr 1462, 1461 vor Christus. Das war so ein Adelsrat, könnte man sagen. Und auf einmal, ja, also Meyer, der beschreibt das auch so, so plötzliche Sachen, Kontingenzen, Zufälle. Auf einmal hatte der Rat der 500, man würde vielleicht sagen, so das demokratische Element, eine ganz große Machtfülle. Was dann dazu geführt hat, dass ja Autoritäten nicht mehr die Entscheidungen abgenommen haben. Man musste gewissermaßen selbst Entscheidungen treffen und das führt zu dem, was Meyer als Könnensbewusstsein beschreibt. Was meint er damit? Der meint damit ein Bewusstsein für die Gestaltbarkeit von politischen Ordnungen. Ja? Also, dass da eine Veränderbarkeit da ist, die man eben qua Entscheidungen herbeiführen kann. Das hört sich für uns so ein bisschen banal an, aber das musste anscheinend erstmal ja, entstehen. Ich finde dieses Zitat von Meyer sehr illustrativ. Also die Griechen hatten keine Griechen vor sich. Sie wussten also nichts von der Möglichkeit einer Demokratie, bevor sie sie selbst verwirklichten. Ja, also wenn wir heute von Demokratie sprechen, dann beziehen wir uns ja häufig auf die Griechen oder auf irgendwelche historischen Referenzen. Das gab es da nicht. Also man musste irgendwie sich ein bisschen salopp gesprochen selbst den Kopf machen. Okay, das ist jetzt so ein kleiner Aufgalopp, jetzt vielleicht ein paar Worte zur attischen Demokratie. Ich werde es relativ oberflächlich halten. Ich meine aber oberflächlich nicht negativ, sondern ich versuche das so ein bisschen anzureißen eben. Erstmal das Bürgerideal. Ja, wir haben es mit einer direkten Versammlungsdemokratie zu tun, Face-to-Face-Kontakte. Man kannte sich irgendwie auch. Und es gab das Ideal einer Aktivbürgerschaft. Ja, das ist auch heute noch, wenn man von Republikanismus spricht, hat das einen ganz großen Stellenwert. Die Erwartung an den Bürger oder an die Bürgerin, sich permanent mit einzubringen. Ja? Da war der große Unterschied sicherlich zu heute der Aspekt der Repräsentation. Das wurde ja auch schon angesprochen. Es war eben eine direkte
Demokratie. Was aber eben auch dazu führte, das lässt sich, haben Althistoriker ganz gut erforscht, dass es einen hohen Grad der Informiertheit und gleichzeitig der Politisierung unter der Bevölkerung gab. Also man musste sich immer damit auseinandersetzen. Und wenn ich jetzt darüber entscheiden muss in so einer kleinen Gemeinschaft, ob Krieg ist oder nicht, und ich bin dann derjenige, der dann auch damit ins Feld zieht, dann muss ich mir natürlich genau überlegen, ob ich das möchte oder nicht. Ja. Das ging allerdings nur, und das ist jetzt wenig überraschend für Sie, aufgrund des vergleichsweise kleinen Territoriums. Ja, die attische Demokratie oder der athenische Staat, das ist immer so ein bisschen, führt vielleicht zu Verwechslungen, wenn ich jetzt Staat sage. Es gab es ja nicht mit einem Flächenstaat zu tun, sondern es sind kleine Stadtstaaten. Der athenische Staat war ungefähr so groß wie das heutige Luxemburg. Ja, wir hatten circa 40.000 Vollbürger, nur damit man mal eine Idee hat, wie groß das eigentlich war. Das heißt, die waren männlich und volljährig. Und hiervon dann nochmal 6.000, die Volksversammlung tatsächlich auch besuchten. Ja, also wenn wir uns darauf beziehen und das als so einen Positivbeispiel bezeichnen, sollten wir uns auch gewahr werden, dass das eben in diesem doch überschaubaren Rahmen stattfand. Es ging also nur, diese Demokratie damals überhaupt organisatorisch am Laufen zu halten, aufgrund dieser, ja, geringen territorialen Extensionen. Und dieser Gedanke hat sich übrigens auch lange gehalten, wenn man das so ideengeschichtlich betrachtet. Also die Überlegung, dass Demokratie, man meinte meiste Zeit, dazu werde ich dann auch noch was sagen, eigentlich auch direkte Demokratie, dass das nur in kleinräumigen Gegenden, ja, auf kleinen Inseln oder in kleinen Stadtstaaten oder so möglich ist. Was waren jetzt die Leitgedanken der griechischen Demokratie? Zwei Begriffe sind hier wichtig. Die Isonomia, das ist ja die politische Gleichheit, würde man sagen, die Gleichberechtigung, und die Isegoria, was dann bedeutet, jeder, der an der Volksversammlung teilnimmt, darf auch das Wort erheben. Ja, es gab dann immer die Situation, dass gefragt wurde, möchte noch jemand was fragen oder sagen, und dann stand man eben auf und zeigte auf oder eben nicht. Es bedeutete natürlich nicht, dass alle was sagten. Auch da waren natürlich, manche waren rhetorisch geschickter und wussten sich irgendwie zu inszenieren, andere eben weniger. Das sei jetzt dahingestellt, aber diese Leitgedanken, die waren eben ziemlich wichtig. Vor allem diese Gedanken der Isonomia, den musste man aber irgendwie versuchen zu unterstützen. Ja, politische Gleichheit stellt sich ja nicht irgendwie von selbst ein. Und deswegen gibt es gewissermaßen zwei unterstützende Institutionen, die man ersonnen hat. Das eine, Besoldung. Das ist total interessant, weil das lange Zeit dann auch in der frühen Neuzeit eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Ja, also politisch tätig waren die, die genügend Geld hatten, die nicht darauf angewiesen waren zu arbeiten, die über Freizeit verfügten, über Muße. Dieser Besoldungsgedanke, der sollte zum einen dazu führen, dass Leute gewissermaßen ihre Verdienstausfälle kompensieren konnten. Ja, also dass man sich mal 2 Tage freinehmen konnte von der Tätigkeit, aber auch einer ganz grundsätzlichen Art und Weise sollte das dazu führen, dass ärmere Bevölkerungsteile eben nicht davon abgehalten werden, politische Ämter zu übernehmen oder überhaupt politisch tätig zu sein. Das ist ein ganz zentraler Gedanke. Der zweite, und das ist vielleicht, das wurde auch schon angesprochen, ist vielleicht so ein bisschen irritierend. Die Griechen, die hatten was gegen die Wahl. Ja, das war für die undemokratisch. Warum war das undemokratisch? Weil es die Reichen, die Aristokraten, diejenigen, die man kannte, eben begünstigte. Und man damit gewissermaßen die Ärmeren, die heute würde man sagen marginalisierten Gruppen, übervorteilte. Und dafür hat man das Losverfahren ersonnen. Gibt es eine ganz tolle Studie zu, sehr empfehlenswert, von Hubertus Buchstein, Professor aus Greifswald, der hat das genau rekonstruiert. Denn das Los ist blind gegenüber Herkunft,
und Geld. Welche Institutionen gab es jetzt im antiken Griechenland? Das will ich jetzt gar nicht so, so breit anlegen. Ich belasse es bei diesen dreien. Das sind die wichtigsten. Ja, die Volksversammlung, die tagte nahezu wöchentlich. Das war das zentrale Organ und ganz, ganz wichtig. Wir hatten damals, also es gab damals keine Rechte oder sowas. Es konnte alles politisiert werden. Die Entscheidungsfreiheit, schreibt Moses Finlay, der Ecclesia, das ist die Volksversammlung, die war unbegrenzt. Es gab eigentlich nichts, was man nicht politisieren konnte. Ja, und was war da jetzt, was wurde thematisiert, könnte man fragen. Naja, Bauvorhaben, Fragen des Kultes, also religiöse Fragen, aber ganz wichtig, Krieg und Frieden. Ja, mitunter aber auch die Kontrolle oder eben die Entlassung von Amtsinhabern, wenn die sich haben was zu Schulden kommen lassen. Und hier gab es, ich habe das eben schon erwähnt, eben dieses gleiche Rederecht für alle. Natürlich muss man in diesem Zusammenhang sagen, nur für männliche Vollbürger über 18. Das war im Rat der 500 dann ein bisschen anders. Da musste man mindestens 30 sein. Jeder Akteur durfte maximal zweimal im Leben hier tätig sein. Und das war so eine ein beratendes Organ, könnte man sagen, der Ecclesia, der Volksversammlung. Das hat das ein bisschen vorbereitet. Ja. Dritter Aspekt, dritte wichtige Institution, das waren die Gerichtshöfe. Die Griechen, die haben sich selbst gerichtet, könnte man sagen, weil das Gerichte waren, reine Geschworenengerichte. Und aus diesen 6.000, von denen ich erzählt habe, dass die regelmäßig in der Volksversammlung teilnahmen, da wurden Hunderte bis Tausend ausgewählt für diese Geschworenengerichte, die sich dann eben in den ländlichen Gebieten jeweils verteilten und die dann Recht sprachen. Auch die mussten über 30 Jahre alt sein. Was war das Grundmotiv? Wenn man sagen möchte, okay, was ist das Narrativ oder was ist im Prinzip der Impuls für diese Demokratie, was ist denen wichtig gewesen? Da muss man eine Sache sehr, sehr stark hervorheben und das ist auch was, was sich durch die Ideengeschichte zieht. Das ist der Rückfall in Tyrannei. Die Angst vor Despotie. Also eine zu starke Machtkonzentration. Und deshalb wurde Macht beschränkt. Das ist eigentlich sehr modern, würde man sagen. Ja, und wie machte man das? Naja, indem man politische Ämter eben auf Zeit vergab und eben durch das bereits genannte Los. Und vielleicht, Sie sehen da diese netten Scherben, Sie haben das bestimmt schon mal gehört, das Scherbengericht, der Ostrakismus. Was ist das? Einmal im Jahr wurde die Volksversammlung gefragt, wollen wir den Ostrakismus durchführen? Und dieser Ostrakismus, der diente dazu, Demokratiegefährder des Landes zu verweisen. Das war also eine Vertreibung, aber die war insofern zumindest ehrenhaft, als dass man das Eigentum und die Bürgerrechte behalten durfte und nach bis zu 10 Jahren durfte man auch wieder zurück. Aber hier erkennt man, würde ich sagen, sehr gut, dass sich diese Form der Demokratie eben ein Stück weit fürchtete, dass bestimmte Akteure, bestimmte Personen eben zu machtvoll werden. Und dann schrieb man die Namen, ich hätte auch ein anderes nehmen können, da steht noch Perikles drauf, dass man die dann eben verbannt hat. Okay, also Kernmerkmale, und dann will ich quasi auch hier jetzt schon so einen kleinen Cut machen bei den Griechen. Kernmerkmale als Unterschiede zu heute, direkte statt repräsentative Demokratie, Los statt Wahlen und die Vermeidung, die institutionelle Vermeidung von Machtkonzentration aufgrund der Furcht vor Tyrannei. So, ich springe jetzt ins 18. Jahrhundert und da möchte ich zwei Punkte verdeutlichen, die wichtig sind. Zum einen Parlamentarismus. Ja, wenn wir von repräsentativer Demokratie sprechen, dann ist das Parlament einfach das zentrale Organ. Und der andere Aspekt ist der Status der Öffentlichkeit. Den möchte ich thematisieren, weil der oftmals ein bisschen zu kurz kommt, der aber wichtig ist.
Okay, Parlamentarismus im England des 18. Jahrhunderts, da muss ich jetzt noch ein bisschen vorgreifen, denn der lässt sich eigentlich nicht verstehen, wenn man nicht mal ins 17. Jahrhundert guckt. Und ich folge hier einer Geschichtserzählung. Es kommt ja immer darauf an, von welchem geschichtlichen Standpunkt aus man auf etwas schaut. Ich erkläre jetzt so ein bisschen den geschichtlichen Standpunkt der Whigs. Ja, das ist eine der Parteien, da sage ich gleich noch was dazu, die sich herausgebildet haben, besonders im 18. Jahrhundert wirkmächtig wurden. So haben die quasi die Geschichte des 17. Jahrhunderts erklärt. Es gab Karl den Ersten. Und der hat sich gewissermaßen der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts despotisch verhalten. Er wurde als extrem despotisch wahrgenommen und das kollidierte mit dem emphatischen Freiheitsverständnis, das die Briten für sich reklamierten. Ja, also Freiheit war der zentrale Begriff, über den man sich politisch definierte. Es gab dann als kleine Anekdote im November 1641 die große Remonstranz. Ja, da wurde gefordert von John Rym, dass man den Monarchen gewissermaßen einhegt und zwar kontrolliert durch das Parlament. Das fand Karl der Erste jetzt nicht so toll. Und der ist dann beritten und bewaffnet, das war ein riesengroßer Affront, in das Unterhaus geritten und wollte den John Pym festnehmen. Die Situation aber total unterschätzt. Das wurde als so ein Affront wahrgenommen, dass dann, als der englische Bürgerkrieg ausbrach, das war der Tropfen auf den heißen Stein, muss man dazu sagen, gab es noch andere Gründe, viele Gründe sogar. Aber dieser englische Bürgerkrieg, der ist wichtig, weil der die Negativfolie, wie ich es da schon geschrieben habe, im kollektiven Bewusstsein der Briten war. Thomas Hobbes, der große Staatsphilosoph und Mathematiker, der den Leviathan geschrieben hat, der hat gesagt, seine Mutter hat Zwillinge zur Welt gebracht, ihn und die Furcht. Der hat diesen Bürgerkrieg miterlebt. Der hat erlebt, wie so ein Staat zusammenbricht und man sich im Prinzip nicht mehr sicher fühlen konnte. Deswegen hat er dann einen Staat quasi in Ideen ersonnen, der extrem weitreichende Kompetenzen hat. Nun gut, der Bürgerkrieg endete dann 1649 mit der Hinrichtung von Karl dem Ersten. Das hat auch so einen Knacks hervorgerufen, könnte man sagen, was den Nimbus des Monarchen angeht. Ja, das gab es zuvor groß nicht, dass man den hingerichtet hat. Ja, also so wie ein Jahrhundert später dann in Frankreich. Das hat den Nimbus im Verfassungsdenken der Briten ein Stück weit gebrochen. Der ist danach nie mehr so hatte nicht mehr so großes Ansehen in dem Zusammenhang. Gibt es eine ganz schöne Studie von Ernst Kantorowicz zu den zwei Körpern des Königs, sehr lesenswert. Was dann folgte, war das Interregnum unter Oliver Cromwell, 11 Jahre. Ich würde sagen, es lässt sich besser beschreiben als ein republikanisches Experiment. Und das wurde aber von den Zeitgenossen als noch despotischer wahrgenommen, weshalb wenn man im 18. Jahrhundert von Republikanismus sprach, hat man sich immer an diese Zeit unter Cromwell erinnert und das war verbrannte Erde, wollte man nichts damit zu tun haben. Ja, also in England. Deswegen ist das wichtig. Ja, das war ebenfalls eine negative Kontrastfolie. War im Grunde genommen, könnte man aber eher sagen, eine Militärdiktatur. Es gab dann eine Restauration der Monarchie. Man hat es also nochmal probiert mit den Monarchen. Zwei haben es geschafft, Karl der Zweite dann und Jakob der Zweite. Aber erneut wurden den Despotie vorgeworfen. Und dann kam es zur glorreichen Revolution im Jahr 1688, 89. Das ist die positive Bezugsfolie der Briten im 18. Jahrhundert und darüber hinaus. Warum? Glorreich deswegen, weil man es geschafft hat, eine Revolution durchzuführen, die relativ unblutig gelaufen ist. Das ist ja schon mal was, ja. Also, dass da jetzt nicht irgendwie literweise Blut fließt. Das ist der eine Aspekt. Man hat sich also zivilisiert, könnte man sagen, verhalten. Das entspricht dann diesem Selbstverständnis der britischen Höflichkeit, der British Politeness. Aber wichtig für das britische Selbstverständnis war dann,
es ging hier nicht um Demokratie, sondern die Glorious Revolution hat das institutionalisiert, könnte man sagen, dass die Macht des Königs ein für alle Mal eingehegt wurde. Auch hier war die Angst vor Despotie ganz entscheidend. Und ich habe hier vom Act of Settlement, also den habe ich erwähnt, warum ist der wichtig? Ich wollte nur verdeutlichen, dass ganz viele Befugnisse auf das Parlament, auf das Unterhaus übergingen. Und das wohl Wichtigste in diesem Zusammenhang, das ist das urmonarchische Prinzip, dass man eigentlich die Thronfolge bestimmt. Und im Act of Settlement, da hat das Parlament gesagt, dürfte man hier in der Evangelischen Akademie auch gerne hören, dass es eine protestantische Erbfolge geben muss. Man hatte nämlich große Angst davor, dass man einen Katholiken als König hat. Naja, warum ist das jetzt wichtig? Weil dieser ganze Prozess dazu führte, dass es eine extreme Aufwertung des Parlaments, und ich meine hier das Oberhaus, das Unterhaus, wie Sie wissen, gibt es auch ein Oberhaus, da war die Hocharistokratie, ich sage da gleich noch was dazu, Aufwertung des Parlaments, und die glorreiche Revolution war der Ausgangspunkt für zwei Fraktionen, die sich herausgebildet haben, nämlich die Whigs und die Tories. Das ist jetzt ein bisschen grobschlächtig zwar, aber es stimmt schon. Man sagt, im Nachgang haben diese beiden Fraktionen, das waren in dem Sinne noch keine Parteien, da gab es jetzt keine allzu, nicht so eine strenge Parteidisziplin, das war eher ein bisschen locker, ein bisschen lose. Und die Whigs, die haben sich als Bewahrer der Freiheit verstanden und auch so inszeniert, als Bewahrer der Glorious Revolution und als Kritiker des Monarchen, des Königs. Die Tories, die galten eher als Sympathisanten des Hofs. Ja? Aber ich will kurz, also nur den Nachtrag, allzu stark darf man das jetzt aber nicht sehen. Es gab auch viele Tories, ja, die ähnlich wie die Whigs dann so drauf waren, aber um es jetzt ein bisschen deutlicher hervorzuheben. Hier nochmal zusammengefasst. England war das erste größere Land mit einer gewählten Kammer als zentrale politische Kraft. Zudem etablierte sich nun das, was wir auch heute noch kennen, ein Wechselspiel zwischen parlamentarischer Mehrheit, die dann den Premierminister stellen, und einer Opposition. Es ist aber keine Demokratie in dem modernen Sinne, das will ich ganz klar so sagen. Wir haben ein ganz hohes Maß an Patronage. Es gab eine, das wurde im Nachgang als Whig-Oligarchie bezeichnet. Also die haben sich da Ämter zugeschachert, würde man böse sagen. Die ging bis in die 1760er hinein. Also Patronage, Plätze wurden zum Teil vererbt und die allgemeine Verfassung kann man eher als eine Mixed Constitution bezeichnen. Das bedeutet, wir haben Elemente einer Monarchie, ja, wir haben ja noch den Monarchen oder dann die Königin. Wir haben das Unterhaus, das ist das demokratische Element, und wir haben das Oberhaus, das ist das aristokratische Element. Und das ist seit der Antike, hat man sich das so vorgestellt, dass diese Mixed Constitution, also dieser Versuch, das Beste aus allen zusammenzuführen, dass das am stabilsten ist. Ja. So, jetzt bin ich mit dem Parlamentarismus durch. Ich hatte ja gesagt, ich möchte was zur Öffentlichkeit noch sagen. Ja, öffentlich kann man jetzt verschiedentlich begreifen. Das ist zum einen irgendwie das Gegenteil von geschlossen. Ja. Wenn es öffentlich ist, dann ist es ja allen zugänglich. Das Gegenteil von privat, könnte man auch sagen. Es zieht sich auch ideengeschichtlich durch. Alles wahr, aber der Sozialphilosoph Jürgen Habermas, der versucht, den Begriff historisch herzuleiten, zu rekonstruieren. Warum macht er das? Das Buch ist, Jürgen Habermas lebt immer noch, also hochbetagt. Ja, das ist schon krass. Dieses Buch ist, war seine Habilitationsschrift, 1962 erschienen, war gleich ein Klassiker, wurde stark rezipiert in den USA, komischerweise erst in den 90ern, weil es erst dann übersetzt wurde. Ist, glaube ich, bis heute sein erfolgreichstes Buch.
Und die grundlegende Überlegung war, vor dem Hintergrund der 50er Jahre, kurze Zeit nach dem NS in der BRD irgendwie zu schauen, den Beweis zu erbringen, und das ist jetzt wichtig, dass es eine sich selbst aufklärende Öffentlichkeit geben kann. Und das macht er, indem er zeigt, dass es das schon mal gab, nämlich im 18. Jahrhundert, erste Hälfte des 18. Jahrhunderts in England. Was meine ich jetzt damit, eine sich selbst aufklärende Öffentlichkeit? Die Idee ist, so ein bisschen aus seiner Theorie des kommunikativen Handelns heraus, dass die fortwährende Debatte, also das Miteinander reden und vor allem miteinander streiten, dass das wie ein Schleifstein des Verstandes wirkt. Ja, also der Verstand, der wird geschliffen, die Rede wird besser, wir lernen neue Argumente kennen, etc. pp. Also wir erweitern gewissermaßen unser intellektuelles Repertoire. Ja, also das ist der unmittelbare Effekt, vielleicht ein bisschen sehr stark überhöht, aber so, dass man es gut nachvollziehen kann, Schleifstein des Verstandes, aber auch als Bindemittel. Die Überlegung ist nämlich, in einer sich säkularisierenden Demokratie, der gewissermaßen die geteilten Werte abhanden kommen, ja, dann überhaupt noch gewissermaßen so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Und da entwickelt er gewissermaßen so einen prozessualen Ansatz, also über die Debatte so eine Art Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt guckt er nach England und sieht das da irgendwie verwirklicht. Und jetzt ist die Frage, ja, wie kam das zustande? Und da kann man sagen, die Bedingungsgrößen, es gibt viele Bedingungsgrößen, auch das ist jetzt nur ein bisschen schematisch, aber die Habermas sehr relevant herausstellt oder als relevant herausstellt, ist zum einen der Kapitalismus und zum anderen die Pressefreiheit. Warum? Naja, der Kapitalismus sorgt dafür, dass ein neuer Akteur die Bühne betritt. Einer, den gab es vielleicht auch schon vorher. Wir sprechen jetzt von Handelskaufleuten, von Händlern, von Bankern, von Verlegern, von Manufakturisten. Die erleben durch den Kapitalismus, kann man natürlich auch streiten, wann redet man von Kapitalismus? Die industrielle Revolution setzt ja erst in den 1760ern grob ein, wir sind ja quasi noch in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Erste Börse gab es Ende des 17. Jahrhunderts in London nach niederländischem Vorbild. Aber was wir eben haben, ist einen Aufstieg dieser bürgerlichen Schichten, die sich erstmal darüber im Klaren werden, also eine Art Selbst, eine Identität entwickeln müssen und ein relatives Sinken anderer Berufsgruppen, Krämer, Handwerker etc. Das ist das eine. Und das andere ist, England war das erste Land, was Pressefreiheit zuließ. Schon im Jahr 1695. Das bedeutete nicht, dass man sagen konnte, was man will. Das will ich gleich sagen. Es gab eine Art von nachträglicher Zensur. Ja, also man sollte schon bis gucken, was man da schrieb. Aber es war bedeutend freiheitlicher als in anderen europäischen Nationen. Und das spiegelt dann auch ein bisschen dieses freiheitliche Selbstverständnis, von dem ich eben schon sprach. Und das führte zu einem explosionsartigen Anstieg von Zeitschriften, Almanachen, Zeitungen, qualitativ auch hochwertige Sachen. Andere waren eher, sagen wir mal, sehr, sehr parteiisch. Oder parteiisch waren sie alle, aber hochwertige, nicht hochwertige. Aber ein riesengroßer Anstieg an Printmedien. So, nee, ich bin ja noch hier. Wenn ich jetzt von bürgerlicher Öffentlichkeit rede, dann lässt sich das abgrenzen, nämlich zur höfischen Öffentlichkeit. Hier gibt es nämlich die Wachablöse für Habermas. Der würde sagen, also die bürgerliche Öffentlichkeit, die löst gewissermaßen in England die höfische Öffentlichkeit ab. Was ist jetzt so das Merkmal einer höfischen Öffentlichkeit? Naja, erstmal ist er am Hof irgendwie, die ist also örtlich zentriert, die ist auf den Fürsten zugeschnitten, ausgerichtet. Es gibt eine Form von Habitus, von Etikette, von Verhaltensnormen,
Die Briten sagen Manners, Umgangsform, die man hier pflegen muss. Das war also recht exklusiv. Ja, ich muss wissen, wie ich mich da zu verhalten habe. Und da durfte auch nicht jeder hin. Ja? Also exklusiv. Und was ist jetzt nun das Neue? Die bürgerliche Öffentlichkeit, die entsteht in Salons, in Kaffeehäusern. Da liegen diese Zeitungen aus, diese Zeitschriften, diese Almanache. Und die sind auch relativ, also das konnte man sich auch leisten, als, sage ich mal, jemand, der nicht reich war, dorthin zu gehen. Da kam man dann ins Gespräch. Die Kaffeehäuser, die durften nur von Männern besucht werden. Aber in England gab es dann eben auch die sogenannten Salons. Ja, das waren also in Privatgemächern abgehaltene Treffen. Das durften dann, haben wir auch Frauen dann gemacht. Und hier kam man zusammen, erstmal noch unpolitisch. Und Habermas würde sagen, man verständigte sich über sich selbst erstmal. Also man besprach Literatur. Was ist guter Geschmack hinsichtlich eines Kunstwerks etc. pp. Und gleichzeitig war es aber auch so, dass die Presse zunehmend aus dem Parlament heraus berichtete. Ja, also immer, die haben sich das gemerkt und haben das dann irgendwie aufgeschrieben. Das war dann auch ordentlich polemisch, so wie das ganze britische, also der Parlamentarismus unglaublich polemisch ist. Also Rhetorik spielt eine viel, viel größere Rolle als bei uns. Können Sie bei YouTube mal gucken, was da abgeht. Das ist schon ordentlich, nicht ohne Grund muss man zwei Schwertlängen auseinanderstehen. Also die gehen sich sonst womöglich ein Stück weit an die Gurgel. Und das, also dass man gewissermaßen über die Zeitungen und Zeitschriften Zugang zu politischen Informationen hatte, sorgte eben auch zu einer stärkeren Aufgeklärtheit, also Informiertheit würde man vielleicht eher sagen, und eben zu einer allmählichen Politisierung, so dass aus dieser noch unpolitischen, weil man mit Kultur eher was zu tun hatte, Öffentlichkeit, eine bürgerliche Öffentlichkeit erwuchs, die zunehmend schaute, was die Repräsentanten da eigentlich im Unterhaus so trieben und das dann auch ordentlich kritisierten. Das ist dieses Zeitalter, was Habermas so toll findet. Und jetzt, ich glaube, ich liege noch ganz gut in der Zeit, springen wir darüber, also jenseits des Atlantiks befinden wir uns jetzt. Und zwar grob in den Jahren 1787, 88. Man muss sagen, ja, Amerika war natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht dieser große, strahlende Weltakteur, sondern das war erstmal ein Experiment. Ja? 13 Einzelstaaten gab es zu dem Zeitpunkt, ist jetzt also noch nicht so groß wie jetzt gewesen. Und das drohte zu scheitern, dieses Experiment. Warum? Innenpolitisch und außenpolitisch. Außenpolitisch konnte man wirtschaftlich und militärisch nicht mithalten mit der alten Welt. Frankreich, das britische Empire, von dem man sich ja losgesagt hat, aufgrund der Steuerstreitigkeiten. Und innenpolitisch kann man sich ganz einfach vorstellen, das waren viele Geflüchtete mit ganz heterogenen Biografien, Religionen, die kamen jetzt zusammen. Es gab also soziale Spannungen, ja, die hier da waren und eine permanente Gefahr der Rebellion, kann man sagen. Ja, und zu diesem Zweck, man wollte gucken, dass man diese Verfasstheit des Landes ein bisschen stabilisiert, kam man am 25. Mai 1787 zusammen, Delegierte in Philadelphia zur Philadelphia Convention und wollte die Konföderationsartikel, das war der Vorläufer der Verfassung, wollte die so ein bisschen, das war der Auftrag, die zu verbessern, ja, damit dieser Staat institutionell ein bisschen besser abgesichert ist. Was haben die aber gemacht? Die haben die Fenster abgehauen, damit keiner sieht, was die da drinnen machen, und haben eine ganz neue Verfassung ausgearbeitet. Das ist eigentlich, würde man sagen, ist ein Staatsstreich. Ja, und was danach geschah, war, die haben die ratifizieren lassen. Also haben die einzelnen Bundesstaaten gefragt, wollt ihr gewissermaßen entweder in einem Bundesstaat leben? Das waren die Federalists. Also das ist dann ein Staat mit einer stärkeren Zentralgewalt. Ja, oder so wie es war vorher, ein Staatenbund. Ja, also mit einer weitreichenden Autonomie der Einzelstaaten. Und
zur Beeinflussung, das war ein richtiger Printmedienkrieg, könnte man eigentlich sagen, zur Beeinflussung wurden die, heute sagt man dazu Federalist Paper, geschrieben, das sind 85 Artikel gewesen, die in New Yorker Zeitungen veröffentlicht wurden, und da sollten die, wollte man Einfluss nehmen auf das Abstimmungsverhalten. Ja? Und die bekanntesten der Autoren waren Alexander Hamilton, James Madison und John Jay. Bis heute, deswegen sage ich, also erzähle ich das, ist das eigentlich hierzulande ein bisschen unbekannt, aber es ist für das Selbstverständnis, für das politische Selbstverständnis der Vereinigten Staaten von Amerika extrem wichtig. Es ist immer noch so, dass der oberste Gerichtshof sich auf die Federalist Paper bezieht, wenn es um Verfassungsfragen geht. Und da ist natürlich jetzt die Frage, was sind so grundlegende Ideen, die da drin stehen? Also was ist da jetzt so besonders dran? Naja, erstmal würde man sagen, so ein bisschen aus dem Sozialkundeunterricht heraus, ja, eine horizontale Gewaltenteilung mit einer Legislative mit zwei Kammern, Gerichte, die die Gesetze auf Verfassungsmäßigkeit hin überprüfen, und ein vergleichsweise starker Präsident. Dann eine vertikale Gewaltenteilung, das ist die Aufteilung zwischen Einzelstaaten und Bundesstaat eben. Und da sollte es eben einen Souveränitätstransfer geben. Ja? Also vorher waren ja die Einzelstaaten recht, sagen wir, potent, und die sollten Souveränitäten abgeben. Ja? Also vorher hat man zum Beispiel gar keine Steuern erheben können als Bund. Die Macht muss aber nicht nur getrennt werden. Ja? Gewaltenteilung, das ist ja ein geflügeltes Wort, das kennt jeder, darf nicht nur getrennt werden, sondern die einzelnen Organe, Legislative, Exekutive, Judikative, die müssen in der Lage sein, die müssen so viele Machtpotenziale haben, um andere Organe, von denen sie denken, die werden bedrohlich, dass sie ein Gegengewicht darstellen. Das ist das, was wir als Checks and Balances bezeichnen. Das wurde hier wirkmächtig, ob es erstmalig ist, weiß ich nicht, aber wirkmächtig verankert. Also Legislative, Exekutive und Judikative. Also es ging darum, dass wenn ein Organ vielleicht zu stark, also dass aus dem Präsidenten vielleicht so eine Art Quasi-Monarch wurde, jemand, der versucht, immer mehr Macht zu akkumulieren, dass dann gewissermaßen die Legislative genug Machtpotenziale hat, um dagegen zu steuern. Ja. Wir haben es hier aber nicht mit einer Demokratie zu tun. Es ist keine direkte Demokratie, sondern das Selbstverständnis war das einer Republik. Und worauf man sehr viel Wert legte, war der Gedanke der Repräsentation. Warum? Repräsentation. Die Politiker, von denen man dachte, die sind mäßigend, das sind ja irgendwie Gentlemen etc., die haben irgendwie verfügen über Bildung, die sollen den als grob verstandenen Volkswillen so ein Stück weit kanalisieren. Ja, also die Verfassungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika, und deswegen steht da Einhegung des Volkswillens. Wir hatten Angst davor, dass dieser Volkswille gewissermaßen roh und ungefiltert durchbrach. Deswegen hat man erstmal diesen Repräsentationsgedanken stark gemacht. Den gab es natürlich auch schon in England. Auch da mehr Repräsentanten. Aber hier war dezidiert mit diesem Ziel verbunden. Ja. Ja, da kommt danach. Politische Ordnungen, ich hatte das mit Griechenland ja schon gesagt, die kann man auch ganz gut daran beschreiben, wovor die sich eigentlich fürchten. Ja? Und mit Blick auf die Vereinigten Staaten des ausgehenden 18. Jahrhunderts muss man sagen, es war nicht nur der rohe Volkswille, sondern auch, eigentlich damit, das geht damit einher, war die Angst vor der Dominanz Einzelner, die nannten das Faktionen, das waren Interessengruppen. Ja, oder starke Gruppen, religiöse Gruppen oder kulturelle Gruppen. Also dass eine Gruppe gewissermaßen so stark und so mächtig wurde, dass sie die anderen, kleinere Gruppen gewissermaßen an die Seite drängen konnte. Das war die große Befürchtung. Also dass, man könnte ganz platt sagen, dass die Mehrheit die Minderheit permanent unterdrückt. Jetzt ist die Frage, wie gingen die dann damit um?
Na, die Federalists sind damit so umgegangen, dass sie nicht sagen, also dass sie gesagt haben, wir müssen einfach die Interessengruppen vervielfältigen. Es, Pluralismus. Also wir brauchen eine Pluralität an ganz, ganz vielen Interessengruppen. Warum? Weil dann das, weil die sich dann gegenseitig in Schach halten. Das ist viel schwerer für eine Gruppe quasi, würde man sagen, hegemonial zu werden, wenn es ganz viele unterschiedliche gibt. Das ist ein sehr innovativer Gedanke gewesen, den ich nochmal hervorheben möchte. Und jetzt merke ich, ich komme doch ein bisschen zeitlich in die Bredouille. Also noch 10 Minuten vielleicht, oder? Ja. Okay. Ich möchte jetzt, wir bleiben in den Vereinigten Staaten, einmal durch die Brille von einem Franzosen auf die Vereinigten Staaten des 19. Jahrhunderts gucken. Wer ist das, Alexis de Tocqueville? Ich weiß nicht, ob Sie den Namen schon mal gehört haben. Der wurde, man sieht, 1805 geboren, 1859 verstorben. Der entstammt einem Adelsgeschlecht. Der war auch mal kurzweilig Außenminister Frankreichs. Der war Abgeordneter der Deputiertenkammer. Das ist aber eigentlich alles für uns jetzt gar nicht so wichtig. Warum ist der wichtig? Tocqueville gilt als einer der ersten Sozialwissenschaftler in dem engeren Sinne. Der war also kein politischer Schriftsteller, der im Prinzip versucht hat, mit seinen Pamphleten oder so sein, also Menschen auf seine Seite zu bekommen, sondern der untersuchte eine Gesellschaft. Man würde zwar heute nicht sagen mit wissenschaftlichem, also nicht wissenschaftlich, aber der hat einen stereoskopischen Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika geworfen. Und das, was er voraussagt, ist, der Siegeszug der Demokratie, die wird sich ausbreiten. Dazu muss man sagen, und er denkt Demokratie in ihrer Ambivalenz. Das ist also keiner, der jetzt Demokratie total toll findet, uneingeschränkt, sondern der weiß auch, was sind die Pathologien, ja, die Verstrickungen, die Ambivalenzen. Bekannt geworden ist er durch seine 2 Bände über die Demokratie in Amerika. Er hat nämlich eine 9-monatige Reise durch das Land gemacht, wollte eigentlich das Gefängniswesen untersuchen, hat sich aber dann von der politischen Kultur beeindruckt gezeigt. Und er sagt hier, also was dort passiert, das ist quasi Amerika, das ist die neue Welt, das wird auch in die alte Welt rüberschwappen. Ja, also das meine ich mit Siegeszug der Demokratie, aber nicht nur der Demokratie, sondern auch der Gleichheit. Denn er erkannte, also die Menschen in Amerika waren aus seiner Perspektive gleicher. Ja, das heißt nicht, dass es keine Unterschiede hinsichtlich der finanziellen Ausstattung gab, aber es gab in dem Sinne jetzt keinen Monarchen, keine etablierte Aristokratie. Die Gesellschaft war, würden Soziologen sagen, nicht in der Form stratifiziert. Das heißt aber nicht, dass es keine Hierarchien gab. Gleichheit auch deswegen, weil Privilegien zunehmend begründungswürdiger wurden. Ja, also wenn ich jemanden bevorzuge, dann muss ich das irgendwie auch begründen. Und wenn ich mich nicht auf Gottes Gnadentum oder so beziehen kann, irgendwann gehen mir die Gründe aus. Und das wurde permanent, würde Tocqueville sagen, ein Stück weit begründungswürdiger. Und was er nun macht, er hat im Prinzip 2 Innovationen, deswegen habe ich, rede ich über den, 2 Innovationen mit Blick auf den Demokratiebegriff hervorgebracht. Der spricht als erstes, das erste Mal, ich habe ja eben gesagt, die Federalist Paper, die haben sich als Republik bezeichnet, der redet das erste Mal wirkmächtig von einer repräsentativen Demokratie. Die Demokratie war ein pejorativer, negativ besetzter Begriff. Längste Zeit, man verstand darunter auch im 18. Jahrhundert, wenn man Texte liest, es geht um Demokratie, meinten die eigentlich direkte Demokratie. Die sprachen da nicht von repräsentativer Demokratie. Das war eine der Innovationen, die Tocqueville ins Feld geführt hat. Und ich finde die zweite aber noch ein bisschen wichtiger. Demokratie ist nicht mehr nur, das wurde ja schon besprochen, ist nicht mehr nur ein politisches Regime. Ja, also wie, das ist von Aristoteles diese Aufteilung, die sich im Prinzip danach richtet, wie viele herrschen und zu welchem Wohl. Ja, entweder zum Gemeinwohl oder zum Wohle der Eigeninteressen oder des Einzelinteresses. Und wir sehen, Demokratie schneidet da jetzt nicht so gut ab bei Aristoteles. Und jenseits dieser Klassifizierung als ein politisches Regime macht Tocqueville jetzt was anderes, der sieht eine Kultur der Demokratie
in den Vereinigten Staaten wirkmächtig? Wo sieht er das? In den sogenannten Town Hall Meetings, das heißt einfach kleine Gemeinden, sofort. Kleine Gemeinden kamen zusammen, der Staat war weit weg, ja, es gab ja eine große also das Land war ja groß, und man musste sich über Dinge eben selbst verständigen. Und dann war eben jeder da, den das betraf. Und die Leute waren auch nicht durch irgendein Gemeinwohl in dem Sinne angetrieben, sondern das war das wohlverstandene Eigeninteresse, ist ein Begriff von Adam Smith. Also schon so ein bisschen egoistisch, aber wohlverstanden bedeutet, ich denke auch ein bisschen an die anderen. Ja, ich glaube, Sie wollten irgendwas. Sie waren drauf, wo kommen jetzt die Indigenen? Die waren ja dann noch gegenwärtig. Wer? Die Indianer zum Beispiel. Die habe ich, naja, die hatten ja keine, die kommen da gar nicht vor. Ja, das wundert mich. Aber mit Blick auf, also ich würde erst. Die nicht benannt in dieser Demokratie? Die spielten ja keine Rolle. Die spielten keine Rolle. So wie wir ganz, so wie ganz, also ganz in der Ideengeschichte spielen marginalisierte Gruppen, also die Gruppen, die an den Rand gedrängt werden, häufig keine Rolle. Das ist häufig die Sicht von, das ist ja auch das, was kritisiert wird, größtenteils weißen Männern. Ja, ja. Die waren da und von denen haben wir keinen Satz gesagt. Ja, ich habe auch bei den Griechen kein Wort gesagt über die Frauen und die Sklaven, weil die ja kein Recht hatten, irgendwie was zu sagen. Ja, ich würde erstmal das noch zu Ende bringen. Was der Tocqueville jetzt dort sieht, in diesen Townhall-Meetings, in diesen Gemeindetreffen, der spricht da von einer Schule der Demokratie. Der erkennt, was ganz wichtig ist, dass Demokratie voraussetzungsvoll ist, sehr, sehr voraussetzungsvoll. Weil es kommen ganz viele unterschiedliche Menschen zusammen. Und ich muss die erstmal ausreden lassen. Ich finde vielleicht die eine Person blöd. Ich muss sie trotzdem ausreden lassen. Dann höre ich mir das an. Dann versuche ich irgendwie ein Gegenargument zu treffen. Das ist ja auch das, was ich schon mit so einem Schleifstein über Habermas so ein bisschen beschrieben habe. Aber Tocqueville meint hier auch ein bisschen die sittliche Komponente. Also, dass man irgendwie zivilisiert miteinander umgeht. Und der Bürgerbegriff bei Tocqueville ist eben hier ein erweiterter. Also nicht mehr nur exklusiv gedacht. Jetzt habe ich gesagt, der Tocqueville, der begreift es auch in Ambivalenzen, die Demokratie. Zwei Sachen, zugespitzt. Das eine ist die Möglichkeit, dass ich eben permanent überstimmt werde. Wenn ich der Minderheit angehöre, dann habe ich irgendwie ein bisschen Pech. Ja, das ist das eine. Ich glaube, das ist so naheliegend und einfach, dass man da jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen muss. Vielleicht wird es dann auch in anderen Panels noch beschrieben. Das zweite ist eigentlich auch so eine sozialpsychologische Beobachtung, die er macht, nämlich die des verinnerlichten Konformismus. Wenn ich jetzt in den Raum gehe und wir würden jetzt eine politische Frage, es würde eine politische Frage kommen und ich wüsste, ich müsste als Letzter was dazu sagen, dann würde ich das natürlich vor dem Eindruck all dessen machen, was Sie gesagt haben vorher. Wenn ich sehe, es gibt eine relativ eindeutige Meinung und ich habe aber eigentlich eine gegenteilige Meinung dazu, würde ich mich vielleicht ein bisschen scheuen, diese kundzutun, ja, weil das ist schon sehr voraussetzungsvoll, dass man das da macht. Da muss man irgendwie mutig sein, etc. pp. Also dieser verinnerlichte Konformismus. Und jetzt zum letzten Punkt, oder soll ich den aus? Ich kann auch, also das ist der letzte Punkt wäre jetzt öffentlich. Ja, jetzt machen wir nochmal, ich würde jetzt nochmal einen großen Sprung machen. Nochmal die Frage, okay. Was würde man vielleicht in 100 Jahren, das hat ja schon angedeutet, sagen mit Blick auf die heutige Demokratie? Und da muss man sicherlich sagen, also jenseits von also ganz vielen Herausforderungen, Digitalisierung ist eben eine davon. Und auch weil ich Jürgen Habermas eben schon thematisiert habe und der hat dazu ein interessantes Buch nochmal geschrieben, wollte ich das jetzt nochmal zur Sprache bringen. Gefahr oder nicht? Naja, das ist wahrscheinlich ambivalent. Man muss sich aber vor Augen führen, in den 90ern, auch noch in den Nullerjahren, ist das Internet eigentlich angetreten mit einem riesengroßen Versprechen. Ja? Wikipedia sorgte für eine Demokratisierung des Wissens. Ja? Davor musste man sich diese teuren Brockhaus-Bände kaufen. Ja? Also das war ja eine riesengroße Investition, sich die da hinzustellen. Und jetzt wird das Wissen auch noch permanent aktualisiert. Man konnte sich nicht vorstellen, dass dieses dezentrale System von einzelnen Staaten gewissermaßen kontrolliert und gelenkt wird. Also das war das demokratische Versprechen. Jetzt zu Habermas, wenn wir uns jetzt nochmal, also wenn man sich ins Gedächtnis ruft, wie funktioniert eine Demokratie? Für den sind zwei Dinge sind sehr wichtig. Das sind Bedingungsgrößen der Demokratie. Das eine ist,
Eine intakte Öffentlichkeit, die braucht Zugang zu validierten Informationen, gleich verteilt am besten. Ja, was sind jetzt validierte Informationen? Das heißt, da muss geguckt werden, was ist wahr, was ist falsch. Ja, und da gab es lange Zeit die Qualität, also gibt es immer noch Qualitätspresse, die haben Redakteure, die haben Journalisten, die werden lange in Journalistenschulen ausgebildet. Und bereiten dieses Wissen auf. Das hat man gelesen, hat sich eine Meinung gebildet. Durch die Digitalisierung noch, also auch schon vorher, ja, auch schon in den 60er und 70ern, aber durch die Digitalisierung ist die Qualitätspresse ein Stück weit im Sinken begriffen, relativ, das ist das eine. Und der zivile Umgang miteinander. Zivil bedeutet Affektkontrolle, ja. Also ich habe mich irgendwie im Griff, wenn ich mit Ihnen rede und ich schreie Sie nicht an und Sie mich hoffentlich auch nicht. Das bedeutet ziviler Umgang oder zivilisierter Umgang miteinander. Also man ist kein Feind, man ist einfach ein politischer Gegner. Ja, und es gibt ein gewisses Maß eben an dieser Affektkontrolle. Und jetzt gibt es diese Plattform. Das ist jetzt digital, also Thema Digitalisierung. Das findet Habermas jetzt irgendwie raus. Und er ist ja nun schon betagt. Diese Plattform, YouTube, TikTok, X. Früher war es vielleicht mal Facebook. Und was findet hier statt? Das ist ein ungehinderter Zugang. Potenziell jeder, ja, kann eigentlich hier als Autor auftreten. Es gibt keine Selektion. Wir bewegen uns da quasi in Räumen, die vollkommen unmoderiert sind. Und wo, das ist der eigentliche Punkt, wir zwei Sachen eben nicht haben. Das, was ich eben als Bedingung bezeichnet habe. Wir haben hier im Prinzip niemanden, der die Informationen irgendwie so ein Stück weit aufbereitet und unmoderiert, heißt auch, häufig sind die, begibt man sich da in Kammern, in, ja, Kammern ist vielleicht ein blödes, auf diesen Plattformen, in Räume, in digitale Räume, wo nur die eigene Meinung eigentlich vorherrscht. Ich muss mich gar nicht damit auseinandersetzen, was der politische Gegner sagt. Der wird aus diesen Kammern dann auch mit einem Shitstorm oder sowas, der wird niedergeschrien und der verlässt diesen Raum, weil dieser anonyme Raum, dieser digitale anonyme Raum auch dazu verleitet, dass man gewissermaßen sich in einer Art und Weise geriert, die man vielleicht in physischer Präsenz jetzt nicht machen würde. Jetzt würde Habermas sagen, es gibt ein ganz tolles Zitat, das ich jetzt sage, es macht vielleicht auch dann ein bisschen Hoffnung. Zitat, wie der Buchdruck alle zu potenziellen Lesern gemacht hatte, so macht die Digitalisierung heute alle zu potenziellen Autoren. Aber wie lange hat es gedauert, bis alle lesen gelernt haben? Ja, also was er damit sagen möchte, ist, okay, wir haben zwar wahrscheinlich alle einen Internetanschluss oder so, aber es wird eben trotzdem noch sehr lange dauern, bis wir das irgendwie bis wir dann einen vernünftigen Umgang mitgefunden haben. Und sein Vorschlag ist, das nennt man Content Management, also es braucht einen Mindeststandard an Online-Texte. Es muss also Redaktionen geben, die sich das alles angucken. Und dann müssen Plattformen auch haftbar gemacht werden. Das ist natürlich eine krasse Forderung, wenn die Fake News, Falschinformationen verbreiten. Okay, jetzt habe ich so lange geredet, es tut mir leid, dass ich es überzogen habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.